Freunde, tjo, Hilbilly hat Urlaub, lässt man sich's mal gut gehen, ne? Alles, was man so braucht am Nachmittag daher, wenn es draußen schon mal dunkel, kalt und feucht wird, erstmal ein heißer Tee. Was zum Naschen. Cranberries getrocknet. Herrlich. Mit dem Mörderbox-Cutter. Patrick, dein Adamus hat keine Chance. Ja, was hast du geschrieben? Es kann ein Messer zu Tode kitzeln, hä? Keine Chance. Chinesische Folter. Oh, geil. Ja, was richtig nettes, süßes. Für zwischendurch. Weihnachtsurlaub ist immer schlecht für die Hüften. Man so Zeit, wenn man so viel drin hat, dann gibt es viel süße Leckereien. Und am Ende vom Urlaub wiegt so 4 Kilo mehr. Was soll's. Ja. Trinken, essen, Spielzeuge. Was heißt Spielzeug? Das Teil hat mit Sicherheit auch eine Kontroverse in der Messerwelt ausgelöst. Da bauen die Gallier 100 Jahre diese Dinger da. Mit Holz. Einen einfachsten, aber sehr wirkungsvollen und effektiven Mechanismus. Okay, das mit dem Vibralock, das gibt es noch nicht so lange. Aber eine coole Geschichte. Auf, zu, immer verriegelt. Kein, was weiß ich, Federgedöns. Kein Assistant Open oder sonst was. Ne, schön aufmachen. Verriegeln. Zweihandkonform. Kein Problem mit irgendwelcher Gesetzgebung. Und dann kommen die mit so einem Design an. Plastikgriff. Sägezahnung, obwohl es ist eher ein Wellenschliff, das sieht vielleicht ein bisschen nach Säge aus, aber was man von der Rückseite anguckt, das sind eigentlich sanfte Wellen und die beißen sich brutal gut durch alles Mögliche. Hammer. Also damit kannst du wahrscheinlich auch einen Schiffstau durchsäbeln. Vorne natürlich opinellmäßig scharf. Nicht ganz so scharf wie die Kohlenstoffmodelle kommen, aber scharf genug. Naja, dieser Schäkelöffner, der ist eigentlich eher praktischer, um das Messer aus dem Griff rauszumachen. Ne? Dann kannst du wunderbar hier das Teil am Lanyard halten und hier an diesem Klingendurchbruch kann man das Messer gut aufmachen. Vorriegeln. Klasse. Die Pfeife, ich habe sie schon ausprobiert, die macht mördermäßig. Das geht durch Wände und durch Trommelfelle, also richtig Lot. Und vorneweg schon mal, ich finde das Teil cool. Ist natürlich eine Geschmacksfrage, ne? Ganz klar. Für den Traditionalisten wahrscheinlich ein Albtraum. Der träumt nachts wahrscheinlich von den Dingern. Oh, Hilfe! Aber ich finde es echt praktisch. Die Opinel Designs haben mir ja nicht immer gut gefallen. Praktische, klassische Messer. Aber hier mit dem Kunststoffgriff natürlich kein Stress mehr mit irgendwelcher Feuchtigkeit, die hier oben rein sickert. Und das Holz im Laufe der Zeit quellen lässt. Schreiben die hier zu dem Kunststoff. Minus 40 Grad bis plus 80 Grad, ja. Auf der Rückseite vielleicht was dazu. Ah, Deutsch, genau. Segeln, Wassersport ist natürlich genial. Ne? 8,5 cm Klinge, 2,5 mm stark, brauchen wir gar nichts nachmessen. Ne? Schwedischer 12C27, wunderbar. 3,5 cm davon ist Wellenschliff. Griff aus zwei Materialien, temperaturbeständig bei Extremtemperaturen, stoßfest, gute Griffigkeit, Rettungspfeife, jawohl. Und Vibro-Free-Block-Ring für doppelte Sicherheit. Viro-Block. Ach, ich habe gedacht, das heißt anders. Okay, sie ist wieder Wasser zugelernt. Schreiben gar nicht, aus was für ein Material der Kunststoff hier ist. Aber wird irgendeine Glasfaser-Polyamid-Verbindung sein oder sowas. Auf jeden Fall macht es einen recht robusten Eindruck. Ich habe den Signal-Orange genommen, weil ich Orange finde ich gerade so cool. Rostfreier Stahl, Kunststoff,
gute Kombination, wird bei vielen anderen Messern gewünscht und gefordert. Nur weil es hier gegen die Tradition verstößt, ist es halt immer ein bisschen, ne? Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Ja, das war aber 100 Jahre schon anders. Und jetzt kommen die mit sowas. Jo. Tradition heißt nicht, dass man 100 Jahre das Gleiche machen muss. Man kann auch Tradition leben, verändern und den modernen Gegebenheiten anpassen. Und ich sag mal, der Traditionalist kauft nach wie vor das Carbon, die Carbonklinge mit dem Holz. Aber ich sag mal, vor jeder, der irgendwo ein bisschen in der feuchten Gegend zu tun hat, aber die klassischen Messer mag, warum nicht? Ich denke so die Jungs beim Segeln oder sowas, warum nicht? Oder die, wo im Schnee zu tun haben, immer alles feucht, warum nicht zu einem Opinel Outdoor greifen? Wie gut dieser Klingendurchbruch ist, naja, ich denke mal bei irgendwelchem Lebensmittel zubereiten, wirst du da ständig Dreck drin haben. Was aber nicht das Problem ist, ist das Messer anschließend zu reinigen, ne? Ist ja natürlich heißwasserbeständig, kannst du natürlich sogar mit Seife und einer Bürste schrubben. Cool. Ich find's cool. Noch mit einem Mehrwert durch eine Pfeife. Das ist gut. Die Hundebesitzer können ja auch ihrem Hund pfeifen. Ich pfeife noch meinen Kindern, wenn sie wieder davon rennen. Klasse Geschichte. Lässt sich ja hervorragend rausklappen, die Klinge an diesem Durchbruch hier. Schöne. Mir gefällt dieses eingestanzte Logo in diesen rostfreien Klingen so gut. Das haben sie echt stark gemacht, hey. Richtig schöne Prägung. 85 mm Länge, ja. Die Klinge. Naja, zeigt hier. Okay, 84. Wollen wir mal nicht auf die Goldwaage legen und 193 mm Länge. Eingeklappt. Jetzt gerade mal 11 cm in der Hosentasche weg. Also wirklich ein kompaktes Teil. Gramm. 2,25 Unzen. 2,2. 63 Gramm Leichtgewicht. Mit einer scharfen 85 mm langen rostfreien Klinge. In einem wasserresistenten Griff. Mit einer in den meisten Teilen der Erde erlaubten Mechanik. Ich weiß nur nicht bei den Briten, wie das da ist mit feststellbarer Klinge. Oder bei den Dänen. Ich glaube, bei denen ist gar nichts erlaubt. Was auch nur aussieht wie ein Messer. Aber immerhin bei uns. Warum nicht? Ein schönes Outdoor-Messer. Auch bestimmt ein prima Geschenk. Wir reden hier über ein Messer für 20 Euronen. Nicht die Welt. Für ein scharfes, einigermaßen robustes Messer mit einem Mehrwert, mit einem Wellenschliff, mit einem wasserfesten Griff, einer Signalpfeife, einem Lanyard dran und einer Firma dahinter, die seit Jahrzehnten, über 100 Jahre, glaube ich, sind die schon am Markt, Erfahrung hat mit diesen Taschenmessern. Warum nicht mal was Neues? Muss einem natürlich gefallen, klar. Über Geschmack lässt sich bekanntlich diskutieren. Ich finde es cool. Ist eins dieser tollen Messer im 20-Euro-Bereich. Da braucht man nicht mal immer nach Fernost schweifen. Wenn ich an das Victorinox, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das Victorinox Trailmaster, genau, das Victorinox Trailmaster ist auch so ein Messer. Wenn man manchmal die Augen ein bisschen aufhält, das kriegst du auch für einen 20er. Ein klasse Victorinox mit Feststellklinge und Säge, richtig guter Worker für draußen für 20er. Oder hier so ein Opinel Outdoor für einen 20er. Das sind echt gute Messer für kleines Geld. Da bist du dir auch nicht zu schade, die Dinger zu verwenden. Wenn man sie mal vorlegt.
ist es nicht ganz so schlimm. Aber gefällt mir echt cool. Das werde ich ins EDC packen. Das macht sich doch hier drin bestimmt cool bei meinem ganzen orangenen Paracord. Ja, cool. Leatherman. Taschenlampe. Und jetzt noch so ein Opinel Outdoor. Ich finde es stark. Das Opinel Outdoor 08. Das wäre noch krass, wenn sie das noch in einer Nummer 12 produzieren würden. Ein Opinel Nummer 12 Outdoor mit der 12 cm Klinge. Das wäre ein fettes Teil für draußen und dann auch für 30 Euro oder so anbieten. Würde ich mir gleich auch noch zulegen. Hier mal der Größenvergleich zu meinem Benchmade Adams Killer. Okay. Zwerg. So, noch ein paar Süßigkeiten zum Tee. Ihr merkt, ich habe vor Urlaub, ne? Langeweile. Werden die Videos wieder ein bisschen länger. Kann man ein bisschen quatschen. Gucken. Man müsste mal irgendwie eine YouTube Live-Sitzung machen, ne? Ein YouTube Live-Video mit Chat zum Zuschalten. Ja, doch cool. Mann, das Zeug ist geil. Getrocknete Cranberries aus dem Reifeisenmarkt. Okay, ungeschwefelt, ist ein bisschen Zucker drin. Naja, hat ein paar Kalorien, aber ne? Von nichts kommt nichts. Wie sagt Chris immer, ist wegen Mehrwert. Also Leute, bleibt gesund, habt schöne Weihnachten. Nachher wieder reinschauen. Um 18 Uhr ist wieder Hillbilly-Kalenderverlosung. Es geht zum Endspurt. Weihnachten steht vor der Tür. Und dann schauen wir mal, wie es danach weitergeht. Also Leute, bleibt trocken. Wir sehen uns bei YouTube wieder. Ciao. Schreibt mal drunter, ob ihr das Auto gut findet oder schlecht. Wir stimmen ab. Also ich tippe fast auf, dass es mehr Leute nicht gefällt. Aber egal, schreibt mal drunter, gut oder nicht gut. Mal gucken, was dabei rauskommt. Also, lange genug gequatscht. Ciao.